Aber erstmal, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Markus, ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Und ich finde es erstmal super und gratuliere der Rosa-Luxemburg-Stiftung dazu, dass sie das Thema Bildung in den Fokus dieser Konferenz stellt und vor allem es auch als Kampffeld, als Battlefield, Schlachtfeld klingt vielleicht ein bisschen zu martialisch, als Kampffeld wahrnimmt und vor allem, dass ihr auch die GEW gefragt habt, die ja Bildungsgewerkschaft ist und auch viel Erfahrungen mit Kämpfen in diesem Kampffeld hat, ist, glaube ich, super, da trage ich also gerne zu bei. Es heißt wahrscheinlich Eulen nach Athen tragen, vorher ist ja bereits das Bild eingeblendet gewesen von den Eulen, hier noch allzu viel über die GEW zu sagen, aber ich will es in zwei, drei Stichworten doch machen, dass wir mittlerweile die viertgrößte Gewerkschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund sind. Darauf bin ich ein bisschen stolz. Und wir sind eben die Bildungsgewerkschaft im DGB. Und wir organisieren 280.000 Mitglieder in vier Organisationsbereichen, von der Kita bis zur Volkshochschule gewissermaßen, also entlang der Bildungskette, alle Bildungsarbeiterinnen und Bildungsarbeiter. Und auch die Studierenden an Hochschulen. Und ich freue mich auch, dass die Bewerbung unserer Studierenden für einen Workshop auf dieser Konferenz auch erfolgreich war. Also auch eine Möglichkeit, sich mit unseren Studierenden über Hochschulgesetze noch zu unterhalten im Laufe dieser Konferenz. Wir sind auch international tätig. Das ist, glaube ich, im Zeitalter des Neoliberalismus wichtig, dass man auch die Handlungsarenen Europa und Welt, ist ja schon angesprochen worden, Stichwort OECD, wahrnimmt. Und unsere Mission ist eben nicht nur eine Gewerkschaft zu sein, die die materiellen Interessen ihrer Mitglieder vertritt, das natürlich auch, das ist ganz zentral, aber darüber hinaus sind wir eine Bildungsorganisation, die bildungspolitisch Stellung nimmt und die auch die professions-, die beruflichen Interessen ihrer Mitglieder wahrnimmt. Ich glaube, diese Kombination ist unser Erfolgsrezept. Die Bedeutung des Kampffelds Bildung und Wissenschaft, ich erweitere das so ein bisschen, weil ja die Hochschulen auch immer in die Forschung noch überlappen. Dazu möchte ich noch mal was sagen. Es ist, glaube ich, wichtig, dass man dieses Feld nicht ignoriert, sondern als ganz Zentrales wahrnimmt und nicht nur als Vorfeld für die eigentlich wichtigen Auseinandersetzungen im Produktionsbereich, sondern als eigenständigen, wichtigen gesellschaftlichen Bereich. Wir haben in unserem wissenschaftspolitischen Programm der GEW, was 10 Jahre alt ist, ich will jetzt hier keine soziologische Debatte über den Begriff Wissensgesellschaft führen, aber den Begriff Wissensgesellschaft benutzt, um deutlich zu machen, dass im 21. Jahrhundert Ausbildung, höherwertige Ausbildung einen immer größeren Stellenwert bekommt, dass deswegen auch immer mehr Menschen immer länger im Bildungssystem bleiben, insbesondere der Zugang zu den Hochschulen erheblich zugenommen hat. Mittlerweile haben wir auch in Deutschland weit über 50% eines Altersjahrgangs, die reingehen. Also dieser Bildungsbereich wird immer wichtiger. Das drückt sich auch aus in der Politik der Europäischen Union. Von der war ja schon die Rede. Und ich finde es in dem Zusammenhang auch wichtig, das ist so ein bisschen mein Ansatz, auch auf Widersprüche einzugehen, die neoliberale Politik hervorbringen kann. Denn natürlich ist die Politik der EU-Kommission neoliberal und ein zentraler Ansatz der Lissabon-Strategie und heute der Europastrategie 2020, die die Europäische Union verfolgt, ist es, Europa als Wirtschaftsstandort im Wettbewerb mit anderen Weltregionen zu fördern. Aber dann ist man irgendwann auf den Trichter gekommen, wenn man wirtschaftlich konkurrenzfähig sein will, braucht man auch eine starke Bildung und hat dann Forderungen formuliert, wie etwa, dass man die Schulabbrecherquoten reduzieren möchte oder den Anteil der Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen steigern. Das sind ja letztlich auch progressive, emanzipatorische Forderungen, die sich aufgrund dieser Widersprüchlichkeit in einem solchen Programm finden. Ich denke, man sollte, wenn wir, das können wir vielleicht nachher in der Diskussion noch vertiefen, auch mit diesen Widersprüchen konstruktiv arbeiten, vielleicht auch den Gegner mit seinen eigenen Waffen schlagen, es war ja von Dialektik die Rede, aber an der Stelle ist mir nur noch mal wichtig, auch hier drückt sich aus, Bildung und auch Forschung wird immer wichtig und die Folgen davon sind eben, Bildung und Wissenschaft wird massiv ausgebaut, ist ausgebaut worden in den letzten Jahrzehnten. Es gibt neue Anforderungen auch an die Qualität von Bildung in Bereichen, wo man vor 20, 30 Jahren nicht dran dachte, etwa im frühkindlichen Bereich, in den Kitas. Und die Branche Bildung und Wissenschaft wird immer wichtiger. Branche spielt nun darauf an, dass Bildung und Wissenschaft auch Arbeitsplätze sind. Das kam ja am Anfang, da kam ich gerade rein, ich weiß gar nicht, wer das war, warst du vielleicht, Markus, du hast Gramsci zitiert, so ein bisschen zu kurz, also Bildung ist nicht nur ein Überbauphänomen, wo man Erwerbstätige oder auch Menschen qualifiziert, bildet und ausbildet,
und Ideologien vermittelt. Nein, es ist ein Arbeitsplatz und auch als solches ein Kampffeld. Und die Dimensionen werden hier nochmal deutlich und auch das Wachstum. Wir haben mittlerweile fast 2 Millionen Beschäftigte im Bildungsbereich und 2 Wachstumsfelder, nämlich Kitas. Da hat sich in kurzer Zeit, ist es um 50% angestiegen. Da haben wir heute fast 700.000 Beschäftigte im Kita-Bereich und an den Hochschulen, unter anderem auch aufgrund des Drittmittelzuflusses, haben wir mittlerweile fast 700.000 Beschäftigte und an den Schulen schon immer 1 Million Beschäftigte. Das ist also schon ein Faktor. Das heißt, Kampffeld heißt auch hier die Erwerbstätigen natürlich für mich als Gewerkschaft mit in den Blick nehmen. Das ist nochmal wichtig, diese Dimension vielleicht auch zu sehen. Und das ist so, dass das nicht immer so wahrgenommen wird von der Rosa-Luxemburg-Stiftung oder vor allem auch von der Linken, dass wir hier eine Branche haben, wo Erwerbstätige auch um ihre Rechte kämpfen. Bildung ist a battlefield. Ich möchte das anhand von 3 Beispielen deutlich machen. Die Zeit ist ja begrenzt. Ich habe mir 3 rausgepickt. Dennoch wird es ein Parforce-Ritt werden, nämlich mir anschauen Bildungsproteste von Studierenden und Schülerinnen und Schülern. Zweitens Arbeitskämpfe für die Aufwertung von Bildungsberufen, die wir als GEW betrieben haben. Und der 3. Punkt, das ist auch schon angesprochen worden von der Vorrednerin, die Kampagne für den Traumjob Wissenschaft, die GEW, man höre und staune, seit 10 Jahren schon führt. Und der 1. Punkt, Bildungsproteste von Schülerinnen und Studierenden. Keine Angst, ich habe jetzt keine Zeit, die letzten 50 Jahre Studierendenbewegung, wir haben sie ja gerade gefeiert, hier zu beleuchten. Das ist nur ein Hinweis darauf, dass interessanterweise alle 10 Jahre, fast genau alle 10 Jahre, plus minus ein Jahr, eine Protestbewegung von Studierenden, teilweise auch Schülerinnen und Schülern, diese Gesellschaft erschüttert. Also angefangen von 68, wo es noch gegen ein verkrustetes Gesellschafts- und Universitätssystem ging, über 78 gegen die Umsetzung des Hochschulrahmengesetzes, über 88, 89, das war gewissermaßen mein Streik, da habe ich gerade angefangen zu studieren, einer orientierungslosen Generation X, die erstmal Freiräume brauchte, um zu wissen, was sie will, über den sogenannten Lucky Strike 1997, 98, das war die Generation Y, die anfing an die Hochschulen schon zu gehen und vielleicht auch sehr pragmatisch einfach erstmal fragte, habe ich eigentlich eine Chance hier was zu werden, wenn ich da durchgehe, bis hin zum Bildungsstreik 2019, auf den ich gleich noch eingehen möchte, weil er paradigmatisch für den Kampf gegen den Neoliberalismus ist. Und die ganzen Jahre, ich habe immer wieder teilweise auch im Spaß gesagt, es gibt diese 10-Jahres-Gesetzmäßigkeit, ihr werdet es sehen. 2018, 19 ist es soweit. Und ja, ich denke, man kann die Fridays for Future hier einsortieren. Das ist keine bildungspolitische Bewegung, 68 war es auch nicht im Kern, aber es ist eine Bewegung, die im Bildungsbereich stattfindet. Weniger von Studierenden originär, von Schülerinnen und Schülern. Bildungsbezüge werden sich bald ergeben. Man kann über Bildung für nachhaltige Entwicklung zum Beispiel reden und vieles mehr. Aber es ist hier wieder ein Beispiel dafür, wie der sensibelste Teil der Bevölkerung Widersprüche und Fehlentwicklungen wahrnimmt. Und ich glaube, wir sind gut beraten, uns mit dieser Bewegung auseinanderzusetzen. So ist also das Dekadengesetz hier schon mal belegt. Ich will aber jetzt nicht auf Fridays for Future eingehen, sondern auf den Bildungsstreik 2009, den ich mich auch sehr gut erinnern kann, wo ich auch schon in der GEW hauptamtlich tätig war. Und ich habe mir meine Matrix entwickelt. Ich werde hier nicht auf alle Einzelheiten eingehen, aber alle dieser Beispiele, die ich mache, habe ich mal entlang dieser Matrix sortiert. Ich hoffe, das kann man hinten, kann man es so ein bisschen erkennen noch von der Schriftgröße? Niemand schüttelt den Kopf, dann hoffe ich es mal. Aber die wichtigsten Punkte sage ich natürlich auch für die Videoaufzeichnung dann schon noch. Der Anlass waren im Kern 2 Prozesse aus meiner Sicht. Das kann man ganz gut nachvollziehen. Die Entwicklung hin zu einer Verkürzung und Verdichtung von Bildungszeiten, G8, Verkürzung der Schulzeit zum Abitur und auf der anderen Seite der Bologna-Prozess, der darauf abzielte, dass man Kurzzeitstudiengänge, Bachelorstudiengänge hat und die Frage, ob man danach weiter studieren kann oder nicht, wurde zumindest in Deutschland so beantwortet, dass es hier eine große Hürde gibt. Das war übrigens in der Bologna-Erklärung so nicht angelegt. Das ist so eine kleine Fußnote an der Stelle, die ich mir erlaube, dass der Bologna-Prozess auch aus meiner Sicht ein widersprüchlicher Prozess ist, weil er bestimmte progressive Impulse enthält, etwa den Aspekt, dass man mobil sein kann, dass Bildung gewissen Qualitätsstandards entsprechen muss, dass die soziale Dimension der Studierendenschaft gefördert werden muss, aber er hat natürlich auch negative Aspekte, über die hier die Rede ist. Es steht aber übrigens
das vielleicht nochmal an meine Vorrednerin gewandt, nirgt, der Bologna-Prozess hat nichts mit dem Befristungsunwesen an Hochschulen zu tun. Da müssten wir vielleicht nachher nochmal diskutieren, wo da der Zusammenhang ist. Das ist, glaube ich, eine andere Baustelle, auf die ich noch komme. Also Bologna und G8 und entsprechend hat man Ziele formuliert, die auf selbstbestimmtes Lernen abzielten. Die Studiengebühren habe ich nur vergessen. Studiengebühren, die in Deutschland in den Nullerjahren eingeführt wurden. Am Ende waren es 8 Bundesländer, die sie eingeführt hatten. Auch dagegen wandte sich der Bildungsstreik 2019 und entsprechend waren eben die Ziele selbstbestimmtes Lernen, freier Zugang, öffentliche Finanzierung und auch der Aspekt der Demokratisierung hat eine große Rolle gespielt. Das sind die großen Schwerpunkte der gemeinsamen Erklärung, die getragen wurde von einem sehr breiten Bündnis, nicht nur von Studierenden und Schülerinnenorganisationen, sondern auch Gewerkschaften haben sich dazu gesellt. Die GEW zu einem Zeitpunkt, als noch nicht absehbar war, dass es eine große Bewegung würde, hat im April 2009 beschlossen, wir unterstützen das, wir sind dabei. Und die Aktionsformen waren auch sehr breit. Es gab Demonstrationen, Flashmobs, die klassischen Lehrveranstaltungsboykotte, also Vorlesungsstreiks. Es war eine sehr öffentlichkeitswirksame Aktion. Erfolge hat diese Bewegung erzielt, zweierlei, die möchte ich hier nennen. Das ist nämlich auch, glaube ich, immer ganz wichtig, wenn wir über Kämpfe reden, nicht nur am Ende zu bilanzieren, dass eigentlich vieles beim Alten geblieben ist, sondern dass man zumindest auch Teilerfolge erzielen kann. Und diese Bewegung ist ein Beispiel dafür. Im selben Jahr, 2009, hat die Kultusministerkonferenz ihre Strukturvorgaben für Bachelor- und Masterstudiengänge überarbeitet und zumindest bestimmte Vorgaben gelockert, sodass im Ergebnis die Anforderungen an die Zahl an Prüfungen, auch der Workload, der den einzelnen ECTS-Punkten zugemessen war, dass das reduziert wurde. Da kann man streiten, welche Auswirkungen das hat, können wir gerne diskutieren und ob davon noch was spürbar ist. Aber es gab diese Kurskorrektur, die nicht gekommen wäre ohne diese Proteste. Und die große Erfolgsgeschichte, das ist natürlich nicht nur ein Ergebnis des Bildungsstreiks 2009, sondern ein längerfristiger Prozess, der sich um 2010 herum abgespielt hat, ist aber die Abschaffung der Studiengebühren, der allgemeinen Studiengebühren ab dem ersten Semester, die es, wie gesagt, in 8 Bundesländern gab. Es gibt heute seit 2014 kein Bundesland mehr, was Studiengebühren hat. Und die Bildungsproteste 2009 waren auch davon beflügelt, dass es schon 2008 in Hessen gelungen war, in einer Überrumpelungsaktion damals, in einer Regierungskrise durch eine Zufallsmehrheit von Rot-Rot-Grün diese Studiengebühren eben mal abzuschaffen. Und Roland Koch hat sich nicht getraut, sie wieder einzuführen. Und später hat sich Seehofer in Bayern an die Spitze der Bewegung gegen Gebühren gestellt und die CSU-Alleinmehrheit hat sie abgeschafft. Also man hat auf diese Weise schon die Verhältnisse zum Tanzen gebracht. Studiengebühren waren eine Episode in der Geschichte der Bundesrepublik und ich hoffe, dass es dabei bleibt. Bedingungen dafür, es war ein breites Bündnis, was dezentral arbeitete, aber dennoch zentral koordiniert wurde. Das ist meines Erachtens so ein Stück weit das Erfolgsrezept gewesen. Damit bin ich auch schon beim zweiten Thema, bei den Arbeitskämpfen für die Aufwertung von Bildungsberufen. Und ich habe hier zwei Unterbeispiele rausgegriffen, die ich in aller Kürze beleuchten möchte, die zwei verschiedene Bildungsbereiche betreffen. Der erste Bereich betrifft den Bereich der frühkindlichen Bildung. Für ein besseres Ego, so lautete das Motto der Kampagne für die Aufwertung des Sozial- und Erziehungsdienstes, wo die Erzieherinnen und Erzieher an Kitas eine ganz besondere Rolle spielt. In zwei Etappen, 2009 und 2015, ist das geführt worden von Verdi und GEW, den beiden Gewerkschaften, die in dem Bereich organisieren, gemeinsam. Und der Anlass war eine zu geringe Bezahlung eines Frauenberufs. Das ist, glaube ich, hier ein ganz wichtiger Aspekt, dass dieser Beruf, hier steht 90%, es sind eigentlich 95%, ich hatte das verwechselt mit dem anderen Beispiel, 95% dieser Berufsgruppe sind Frauen. Und vor diesem Hintergrund hat die Kritik, dass dieser Beruf im Vergleich zu anderen Berufen, denkt man an Bankkaufleute oder an Industriearbeiter, angesichts einer sehr langen, 4- bis 5-jährigen, zweistufigen Ausbildung
Und insbesondere auch noch vor dem Hintergrund, dass besondere Nachteile für Berufsanfängerinnen entstanden sind. Und wir haben viele Berufsanfängerinnen im Bereich. Ist diese Kritik, dass dieser Beruf unterbezahlt ist, auf fruchtbaren Boden gefallen? Hat, glaube ich, das Argument, das ist hier auch eine strukturelle Diskriminierung von Frauen hier sehr geholfen. Ziel war eine Aufwertung dieser Berufsgruppen, also eine bessere Bezahlung, eine bessere Eingruppierung in der Entgeltordnung des entsprechenden Tarifvertrags der Kommunen. Und das hat zu sehr harten Arbeitskämpfen geführt. Insbesondere 2015 gab es einen vierwöchigen unbefristeten, also am Anfang war er unbefristet, nach 4 Wochen hat man eben dann aufgehört, weil Ziele erreicht waren, unbefristeten Erzwingungsstreik, der die Streikkasse, der GEW, doch auf eine Bewährungsprobe gestellt hat, um das hier mal so anzudeuten. Aber er war am Ende erfolgreich. Natürlich ist noch viel zu tun und wir werden nächstes Jahr wieder einsteigen in eine neue Kampagne für eine weitere Aufwertung. Aber man hat zum einen eine extra Gehaltstabelle 2009 erreicht, zum anderen in dieser Tabelle 2015 strukturelle Verbesserungen, die insbesondere die Eingruppierung von Berufsanfängerinnen und Berufsanfängern verbessern und dies auch ermöglichen, dass diejenigen, die sich weiterqualifizieren, in diesem Beruf auch Aufstiegsmöglichkeiten im begrenzten Umfang haben. Insofern war das erfolgreich und ein wichtiger Faktor dafür war Sympathie in der öffentlichen Meinung und auch eine Unterstützung der Eltern. Denn anders als die VW-Arbeiter, die, wenn ihr starker Arm das will, Räder zum Stillstand bringen können, ökonomischen Druck entfalten, ist das bei Erzieherinnen und Erziehern erstmal schwierig. Die Kommunen freuen sich, dass sie keine Gehälter mehr bezahlen müssen. Sie weigern sich sogar, den Eltern ihre Beiträge zurückzubezahlen. Und deswegen ist hier kein unmittelbarer ökonomischer Druck. Das funktioniert nur über politischen, gesellschaftlichen Druck. Und der konnte aufgebaut werden, auch im Zusammenhang mit Debatten über Fachkräftemangel, die es gab. Es gibt Erzieherinnen und Erziehermangel. Auch deswegen, weil Kita-Plätze aufgrund des Rechtsanspruchs auf Kita-Plätze geschaffen werden müssen. Wir haben eine Qualitätsdebatte, auch eine Debatte darüber, dass diese Arbeit eben viel wert ist, dass man da was können muss und gelernt haben muss. Und das alles hat geholfen, das ist, glaube ich, sehr gut gelungen, diesen Druck, gesellschaftlichen Druck aufzubauen. Das zweite Unterbeispiel, Jahr 13, das ist die GEW-Kampagne, der GEW-Kampf für die Gleichstellung von Lehrkräften in der Primarstufe und in der Sekundarstufe 1, insbesondere in der Primarstufe, also an Grundschulen. Da haben wir das Problem, und in einigen Bundesländern auch in der Sekundarstufe 1, also Grund- und Hauptschullehrerinnen, Hauptschullehrer hätte man vielleicht früher gesagt. In diesem Bereich haben wir das Problem, dass diese Gruppe, denkt man jetzt an Beamtinnen und Beamte, die sie ganz überwiegend sind, schlechter eingruppiert werden als ihre Kolleginnen und Kollegen, die an Gymnasien unterrichten. Obwohl sie eine gleichwertige Tätigkeit ausüben, pädagogisch gesprochen, obwohl sie auch eine gleichwertige Ausbildung auf Masterniveau haben und sogar mittlerweile in den meisten Bundesländern eine gleich lange Ausbildung haben. Das ist ein, ich will es mal so sagen, Kollateralnutzen des Bologna-Prozesses, dass man infolge des Bologna-Prozesses und seiner Ausdehnung auf den Lehramtsbereich auch dort Bachelor, Master mit 6+4 Semestern hat. Da haben sich die Kultusminister ein Eigentor geschossen, denn es ist ein wichtiges Argument zu sagen, warum sollten diese Lehrkräfte nicht auch das gleiche Gehalt bekommen und auch in den höheren Dienst gehen. Das verweigert man ihnen aber nach wie vor in der Mehrheit der Bundesländer und die GEW-Kampagne knüpft daran an, hier A13 für alle Lehrkräfte, bei Angestellten ist es analog E13 zu erreichen, also den Zugang zum höheren Dienst. Und das läuft seit einigen Jahren. Das große Problem, die GEW darf aktuell nicht zum Streik aufrufen. Wir machen das ab und zu trotzdem mal, aber wenn es hier um Beamtinnen und Beamte geht, das ist eben die Beamtenbesoldung, gibt es im Moment die herrschende Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass der Beamtenstatus ein Streikverbot beinhaltet. Wir sind im Moment auf dem Weg nach Straßburg, um das in Frage zu stellen, weil es aus unserer Sicht gegen Menschenrechte verstößt. Aber wir können hier nicht großflächig mit Streiks agieren, sondern müssen mit Landesregierungen verhandeln, protestieren, also ganz klassische Protestformen. Und das hat aber trotzdem dazu geführt, das ist das Bemerkenswerte, dass es bereits 4 Bundesländer gibt, die A13 für alle eingeführt haben in den letzten, im letzten Jahr ungefähr. Und wir hoffen, dass dieses Dominosteine sind, die umgefallen sind und weitere zum Umsturz bringen. Wenn ihr auf diese Länder blickt, dann seht ihr schon, das sind Länder, die heute schon ein großes Problem haben, Lehrkräfte zu kriegen. Es gibt das Problem des Lehrkräftemangels. Der Fachkräftemangel ist auch hier unser natürlicher Verbündeter, weil Berlin
zum Beispiel, wir sind hier in Berlin, ein großes Problem hat, Leute nach Berlin zu locken oder hier zu halten, oder auch andere Länder wie Brandenburg. Und deswegen sind diese Länder die ersten gewesen, die das eingeführt haben. Also hier hat uns geholfen, dieser, ja, ich traue es mir kaum zu sagen, aber der Wettbewerb der Länder um Lehrkräfte, den sie betreiben, das ist ja nicht von uns erfunden worden, Fachkräftemangel, und das auch in Verbindung mit einer Kampagne, die auf die öffentliche Meinung abzielt, und auch das Problem der Diskriminierung von Frauen ansprach, hat uns geholfen, hier zu reüssieren. Und das ist, glaube ich, eine ganz schöne Erfolgsgeschichte, auch wenn noch 12 Bundesländer fehlen. Damit bin ich beim dritten und letzten Punkt. Das ist sozusagen mein Leib- und Magenthema, und wahrscheinlich die mich kennen werden, erwartet haben, dass es hier natürlich auch vorkommt. Denn auch das ist eine Erfolgsgeschichte im Kampf gegen die neoliberale Hochschulreform, die Kampagne für den Traumjob Wissenschaft. Und diese Kampagne begann 2010 in einer kleinen Stadt in der Uckermark in Templin. Dort ist das Templiner Manifest verabschiedet worden. Und der Anlass, der ist ja auch schon genannt worden. Wir haben mittlerweile die Situation in Deutschland international einmalig, 90% Befristungsquote im Mittelbau. Von diesen Zeitverträgen hat über die Hälfte eine Laufzeit von nicht einmal einem Jahr. Das können sich die Leute draußen in der Regel nicht vorstellen, aber es ist so. Wir haben lange und steinige Karrierewege in Verbindung damit, dass man neben der Professur quasi keine Berufsperspektiven hat. Also man muss hier alles auf eine Karte setzen, hohes Risiko eingehen, erfährt dann irgendwann Anfang 40, wird man Prof, oder man muss aus dem System ausscheiden. Ein Berufsverbot übrigens gibt es nicht, denn die Hochschulen könnten die Leute unbefristet einstellen. Deswegen finde ich den Begriff hier ein bisschen schwierig. Aber es bleibt das Problem ein großer Flaschenhals, und ganz viele Leute werden auf die Straße gesetzt. Und mit dem kleinen, aber ziemlich großen Problem, dass hier Frauen noch viel stärker betroffen sind als Männer, erkennen die Zahlen, wenn man in die Professuren schaut, immer noch weniger als 25% der Professuren sind mit Frauen besetzt. Das ist ebenfalls eine Wirkung, die dieses System hat. Und die Ziele der GEW-Kampagne für den Traumjob Wissenschaft sind deswegen Dauerstellen für Daueraufgaben, dass wir dort, wo Zeitverträge notwendig sind, aber gewisse Mindeststandards, insbesondere Mindestlaufzeiten haben, dass wir in der Phase nach der Promotion spätestens mehr Sicherheit schaffen, eine Verbleibsperspektive über Tenure Tracks, dass wir reguläre statt prekäre Beschäftigung schaffen, also etwa Lehrverträge, eine zugespitzte Form prekärer Beschäftigung ersetzen durch sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse und auch eine aktive Gleichstellungspolitik von den Hochschulen und Forschungseinrichtungen verlangen. Und diese Kampagne hat die GEW teilweise im Verbund mit Bündnispartnerinnen und Bündnispartnern betrieben. Und die Adressaten, und das ist vielleicht schon ein Stück weit Teil der Erfolgsbedingungen, die ich hier unten genannt habe, das kommt bei den Aktionsformen, eine multidimensionale Strategie haben wir gefahren, das werde ich gleich nochmal in einer letzten Folie beleuchten. Wir haben uns auch mit den verschiedenen Baustellen, mit den verschiedenen Adressaten, die es gibt, jeweils im Detail beschäftigt. Also es gibt nicht einen zentralen Hebel, den man umlegen muss und dann haben wir einen Traumjob Wissenschaft, sondern wir müssen uns an Bund, Länder, Hochschulen, an die Tarifgemeinschaft deutscher Länder und so weiter wenden und dort jeweils kämpfen. Das ist sozusagen die Herausforderung im Bildungsföderalismus, dass es ganz viele Verantwortlichkeiten gibt. Aktionsformen waren sehr vielfältig, Öffentlichkeitsarbeit, Lobbying gegenüber der Politik, aber auch Unterschriftensammlungen, das Templiner Manifest war eine Unterschriftensammlung, haben hier eine Rolle gespielt, weniger Massenproteste oder gar Arbeitskämpfe. Das ist hier vielleicht nochmal eine Besonderheit. Und zu den Erfolgen komme ich gleich, wenn ich nochmal ins Detail gehe. Zum Abschluss, ich habe hier drei Teilkampagnen herausgegriffen, die wir in den letzten 10 Jahren hatten. Wir haben nämlich 2012 mit dem Herrschinger Kodex Gute Arbeit in der Wissenschaft ebenfalls eine wichtige Deklaration der Templiner Manifestkampagne, haben wir ganz bewusst die Handlungsebene Institution, also Hochschule und Forschungseinrichtung, herausgepickt und uns an diese Ebene gewandt und gesagt, liebe Hochschulleitung, ihr braucht nicht warten, bis irgendwelche Gesetze geändert sind, ihr könnt schon heute handeln, und haben einen Leitfaden erstellt für einen Kodex Gute Arbeit in der Wissenschaft. Wir haben damit erreicht, dass es mittlerweile über 100 Kodizes für gute Arbeit in der Wissenschaft gibt. Da gibt es einige, die sogar sehr viel vom Herrschinger Kodex übernommen haben. Andere sind vielleicht eher so ein bisschen Poesie, da steht nicht so viel drin. Aber es gab zumindest diese Debatte, Land auf, Land ab.
über diese Kodexe, über diese Kodizes. Und eine Erfolgsbedingung war auch dafür, man muss heute in einer Hochschule, insbesondere in bestimmten Fächern, sich was einfallen lassen, um auch Leute, gute Leute zu gewinnen. Und da fragen immer mehr Leute auch nach Beschäftigungsbedingungen, Laufzeiten von Verträgen, nach Karrierewegen, nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf, alles Themen aus dem Herrschinger Kodex, hat uns, glaube ich, geholfen. Der zweite Punkt, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, ist auch bereits angesprochen worden, aus der Ära von Edelgard Bullmann, stammend jedenfalls das Vorgängergesetz, das Gesetz selbst ist erst 2007 in dieser Form geschaffen worden. Dieses schafft ein Sonderarbeitsrecht für die Wissenschaft, was in der Industrie oder sonst im öffentlichen Dienst nicht möglich wäre, dass man nämlich das unbefristete Beschäftigungsverhältnis quasi zum Normalarbeitsverhältnis macht, ist durch dieses Gesetz möglich. Und wir haben dieses in den Mittelpunkt einer Initiative gestellt und im Jahr 2015 einen eigenen Gesetzentwurf zur Reform vorgelegt. Kann ich hier nicht auf Details eingehen, der Adressat wäre der Bund, aber wir haben hier auch erstmals Druck gemacht durch bundesweite Protestaktionen. Wir haben 100 Protestaktionen in allen 16 Ländern gezählt und dieses ikonografische Bild mit den Menschen in Ganzkörperanzügen, die sich vor dem Brandenburger Tor aufgestellt haben, die roten Ganzkörperanzüge stehen für die Zeitverträge, die grünen für die unbefristeten Beschäftigungsverhältnisse, das Verhältnis ist ja, glaube ich, ziemlich eindeutig. Das war eine dieser Kernaktionen in der Aktionswoche Traumjob Wissenschaft, die uns geholfen hat, das war so ein bisschen Glück auch, dass wir in der heißen Phase der Gesetzgebung, der Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes geholfen hat, hier Druck zu machen. Und das Gesetz wurde geändert und hat bestimmte Impulse unseres Gesetzentwurfs aufgegriffen, allerdings mit sehr wachsweichen, unbestimmten Rechtsbegriffen gearbeitet, sodass wir heute auch merken, die Hochschulen sind sehr erfinderisch darin, Schlupfwinkel zu finden im Gesetz, aber Kernargumente, dass nämlich man keine sachgrundlose Befristung mehr machen darf, dass es auch bestimmte Laufzeiten, angemessene Laufzeiten geben muss, die sind im Gesetz drin, aber wie gesagt, die Rechtswirklichkeit sieht anders aus, das wird eine Evolution ergeben. Aber es ist ein Teilerfolg, dass hier der Bundestag reagieren musste, das Gesetz reformiert hat. Und da hat uns auch in die Hände gespielt, dass wir sehr eng mit Abgeordneten kooperiert haben. Das ist eine Erfolgsbedingung. Wir merkten nämlich, dass dieses ein Element in der Kette politischer Entscheidungsprozesse ist, was irgendwie empfänglich ist. Also ein Bildungspolitiker im Bundestag hat wenig zu sagen, weil der Bund hat keine Kompetenzen, da spielen die Länder die Musik und Bildung ist nicht das Ressort, wo man Karriere machen kann. Ich sage es mal etwas despektierlich. Hier hatten sie nun endlich ein Betätigungsfeld, sich zu profilieren und fraktionsübergreifend haben wir hier Bündnispartner gehabt, die dafür gesorgt haben, dass diese Novelle kam. Frist ist Frust ist das letzte Beispiel. Die Kampagne Frist ist Frust, die wir hier, eine Aktion von dem Bundesbildungsministerium in Berlin, die wir gemeinsam mit dem Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft und mit Verdi gemacht haben. Und hier eine gelungene Intervention in die Auseinandersetzung um den Hochschulpakt vor wenigen Wochen. Ihr werdet das vielleicht noch in Erinnerung haben, wo plötzlich im Raum stand der Hochschulpakt, mit dem zusätzliche Studienplätze geschaffen wurden und weiter werden, soll entfristet werden, auf unbestimmte Zeit laufen. Dann stellten wir die Frage, wenn der Hochschulpakt entfristet wird, müsste dann oder könnte dann nicht auch das Personal, was mit ihm finanziert wird, auch entfristet werden. Also ein ganz logischer Zusammenhang, weil früher war immer die Ausrede der Hochschulen und auch der Länder, ja, wir haben ja nur 5 Jahre Geld, wir können keine Dauerverträge machen. Da haben wir, denke ich, mit diesen Aktionen vor dem BMBF, mit einer Online-Petition, guten Druck entfaltet. Und am Ende hat sich sogar Frau Karliczek, die Bundesbildungsministerin, hinreißen lassen und gesagt, diese Forderung ist richtig, wir müssen mit dem Hochschulpakt Dauerstellen schaffen. Ich war erstaunt, aber die Länder haben nicht mitgespielt, sie wollten sich ja keine Vorgaben machen lassen, das ist ein bisschen enttäuschend. Kleiner Teilerfolg ist aber, es gibt nun im Zukunftsvertrag Studium in Lehre, der den Hochschulpakt abläuft, zumindest die Selbstverpflichtung der Länder, dass sie hier Konzepte vorlegen, wie sie für mehr Dauerstellen sorgen. Das ist unverbindlich, aber es gibt weiterhin hier eine Handlungsmöglichkeit auf Landesebene für uns. Es ist ganz klar, dass wir hier jetzt schon quasi die nächste Kampagne hier planen, nämlich wie wir in den 16 Ländern den entsprechenden Druck aufbauen können. Also das waren 3 Schlaglichter, damit bin ich auch beim Schluss und will noch eine kleine Bilanz ziehen, was man daraus vielleicht jetzt auch lernen kann. 3 Kampagnen, die ganz gut liefen, finde ich, die natürlich nicht den großen Erfolg brachten, aber kleine Erfolge, die auch mobilisieren konnten. Das hört sich hier ein bisschen kompliziert an.
und ist jetzt vielleicht der Soziologe oder Politologe in mir. Es kommt, glaube ich, darauf an, dass man nicht nur das, was man von einer theoretischen Analyse her für falsch hält im neoliberalen Kapitalismus, anprangert, sondern es muss anknüpfen an irgendwas, was die Betroffenen als ungerecht empfinden. Und das Zeitvertragsunwesen, das die schlechte Bezahlung eines Frauenberufs oder Studiengebühren, das ist was, was in der ganzen Bevölkerung als ungerecht empfunden wird und Fassungslosigkeit teilweise auslöst und eben auch bei den Betroffenen erst recht. Das hat, glaube ich, geholfen. Wichtig ist, glaube ich, auch, dass wir immer, nicht nur immer Abwehrkämpfe führen, Schlechtes zu verhindern, sondern auch immer im Blick behalten, eine Alternative. Und aber auch dann an einem ersten Schritt zu dieser Alternative arbeiten müssen. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz war ein Beispiel, ne? Hier auf so ein Gesetz sich einzulassen und kleine Verbesserungen durchzusetzen, ist sehr mühsam. Und das sagen natürlich viele, was hat es gebracht? Es gibt immer noch viel zu viele Befristungen, das ist richtig. Aber ich glaube, man muss den ersten Schritt gehen, muss aber dann immer von einer langfristigen Vision gesteuert werden. Eine zielorientierte Bündnispolitik und Öffentlichkeitsarbeit, das ist, glaube ich, sehr deutlich geworden, hat bei allen diesen Aktivitäten eine große Rolle gespielt. Man muss sich sehr Gedanken machen, gerade weil man im Bildungsbereich nicht so schnell einen materiellen Druck aufbauen kann. Man kann eine Hochschule, eine Kita, eine Schule 4 Wochen schließen. Es macht erstmal dem Träger dieser Einrichtung wenig aus. Man muss hier Solidarität in der Öffentlichkeit erzeugen. Wir müssen übergreifende Entwicklungen, Diskurse, Fachkräftemangel, Trend zur Höherqualifizierung, ich hatte es angesprochen, nutzen und überlegen, wie das zusammenspielen kann. Und der letzte Punkt, das ist, glaube ich, ein Desiderat. Es ist bisher noch nicht gelungen, dass man alle diese Gruppen, die im Bildungsbereich tätig sind, zusammenführt. Also insbesondere die Beschäftigten und die Schülerinnen und Schüler und Studierenden. Es gab den Bildungsstreik, da hat natürlich die GEW mitgemacht und ich war auf Kundgebungen und habe gesprochen. Aber es gab keinen Streik der Beschäftigten oder nennenswerte Proteste. Und bei der Kampagne Traumjob Wissenschaft, klar, unterstützt uns auch da, unterstützen uns die Studierenden der FZS, die Dachorganisation, macht Pressemitteilungen, kommt auf unsere Veranstaltungen, aber es ist keine Massenbewegung. Und ich glaube, wir müssen überlegen, wie kann man das zusammenführen, damit wir dann wirklich aus dem Bildungsbereich ein richtiges Battlefield machen, wo wir nicht nur kleine Schritte gehen können, sondern insgesamt die Verhältnisse zum Tanzen bringen können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Andreas. Da hinten ist eine erste Meldung. Könnt ihr mit dem, seht ihr das? Ja. Was gewisserweise auch ein Kampffeld ist, wenngleich es eben halt ja nicht so durch die Akteure bestimmt wird. Die soziale, also die Bildungsungerechtigkeit ist in dieser unserer Gesellschaft bekanntermaßen viel schlimmer und stärker ausgeprägt. Soziale Herkunft entscheidet darüber, wo Kinder und Schülerinnen und Schüler welchen Schulabschluss machen, stärker als in europäischen Nachbarländern. Ich möchte Sie fragen, wie sind die Bemühungen der GEW in dieser Richtung, das mehrgliedrige Schulsystem in Frage zu stellen? Hier hinten. Ja, vielen Dank. Ich habe auch aus eigener Betroffenheit eine Frage, inwieweit, ich glaube, Sie haben es ganz kurz gestreift, das Thema Lehraufträge hier, das Thema Lehraufträge Gegenstand auch von Ihrer Arbeit ist und ja, wenn ja, dann wie? Danke. Erstmal Dankeschön, dass genau, hier auch Arbeitskämpfe dargestellt werden. Ich finde es total wichtig, sich selber als Arbeitnehmerin auch zu begreifen und darin auch zu erkennen, wie man selber auch schlechte Arbeitsbedingungen denen entgegenwirken kann und sich als Gruppe zu organisieren. Und ich habe keine Frage, sondern ich möchte was sagen. Das machen ja oft Typen auch einfach in so Podiumsdiskussionen, das mache ich das jetzt auch. Und zwar... Genau, ich bin heute hier auch, weil wir auch von einer Kampagne erzählen wollen. Und zwar der Kampagne für die gute Sache, aber zu welchem Preis? Wir sind Bildungsarbeiterinnen und Bildungsberaterinnen aus Berlin, die sich seit Februar organisieren und wir wollen für einen regionalen Branchentarifvertrag kämpfen. Und dafür brauchen wir noch mehr Kolleginnen, die sich einbringen. Das heißt, wenn ihr Lust habt, über Arbeitsbedingungen in diesem Feld mit uns zu sprechen, mit Bea und mir,
und den Menschen von der Stuhlkreisrevolte, die ich gerade nicht sehe, naja, dann freuen wir uns total, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen und gemeinsam weiter überlegen können, wie wir auch in dem Bereich gegen schlechte Arbeitsbedingungen kämpfen können, damit wir auch weiterhin produktiv darüber nachdenken können, wie Bildung sonst noch aussehen kann, außer schlecht bezahlt und befristet. Ah ja, und wir sind feste und Freiberuflerin. Okay. Machen wir noch diesen Beitrag. Ja. Ja, vielen Dank auch für den Vortrag. Ich finde auch, dass beide Vorträge oder beide Impulse sehr anregend gerade auch zusammen sind, weil ich jetzt nochmal sehr stark an den Vortrag auch von Eva Borst gedacht habe und an das, was da gesagt worden ist, auch über sozusagen semantische Verschiebungen oder Verdrehungen, mit denen wir es zu tun haben. Und ich finde, das macht die Sache sehr, sehr schwierig. Also ich kann das gut verstehen oder gut nachvollziehen, dass man sich sozusagen gewerkschaftlich, bildungspolitisch auch natürlich strategisch orientiert und sich zum Beispiel auf den Fachkräftemangel bezieht oder auf sozusagen auch das Entgelt in der Bildungsbranche bezieht. Und gleichzeitig sind wir aber damit ja dann sozusagen wieder in dieser Logik von Bildungsinvestitionen, die die Gesellschaft tätigt oder Bildungsinvestitionen, die ich als Individuum gemacht habe, für die ich dann sozusagen aber nicht an der Position lande, die ich mir auf die ich gehofft hatte. Und ich finde, dass das ziemliche Schwierigkeiten aufwirft für die Reflexion, weil wir ja, und dafür finde ich wirklich das, was Eva Borst herausgearbeitet hat, sehr, sehr wertvoll, dass wir uns sozusagen, während wir ja auch politisch streiten und Forderungen stellen, doch immer wieder fragen müssen, mit welchen Begriffen, mit welchen Konzepten operieren wir, was beinhalten die eigentlich, wo kommen die auch her? Und wie setzen wir uns dazu wiederum ins Verhältnis? Also ich habe dazu keine Antwort, aber ich finde diesen Punkt sehr, sehr wichtig. Andreas, möchtest du vielleicht? Ja, vielen Dank für die Fragen und auch Anmerkungen, Berichte in einem Fall. Ich fange mal vielleicht von vorne an. Das gegliederte Schulsystem ist natürlich ein ganz großes Thema für die GEW. Wir haben ja auch seit Jahrzehnten eine klare Position. Eine Schule für alle. Es gibt ein Schulsystem, was aus dem 19. Jahrhundert stammt, in dem man die Bildung von Kindern entsprechend gesellschaftliche Schichten verteilt hat. Und es gibt heute im Prinzip noch 17 Länder weltweit, die daran festhalten, nämlich die 16 Bundesländer in der Bundesrepublik und Österreich. Ich glaube, sonst findet man kein Land, was im Alter von 10 hier in Berlin und Brandenburg im Alter von 12 Jahren die Kinder verteilt auf unterschiedliche Bildungskarrieren, wo auch eine spätere Korrektur extrem schwierig ist. Auch das ist ja das Problem, dass hier eine Vorentscheidung getroffen wird und dass dann später beim Wechsel zur Sekundarstufe 2 oder auch beim Hochschulübergang nur sehr begrenzt Korrekturen erfolgen und dass diese Verteilung auf die verschiedenen Bildungsgänge eben sozial konnotiert ist, dass wir Weltmeister in sozialer Auslese sind, wie wir das nach der PISA-Studie vor fast 20 Jahren gesagt haben, die PISA-Studie, eine Studie der OECD, die natürlich auch einen bestimmten Hintergrund hatte, dass man sich um die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems als Voraussetzung für die wirtschaftliche Entwicklung Sorgen machte, hat aber genau diese Aussage sehr klar zutage gefördert. Das deutsche Bildungssystem ist nicht leistungsfähig, weil es an dieser Selektion festhält und Chancengleichheit nicht realisieren kann und die ungleichen Ausgangsbedingungen, die man aus den Familien, aus der sozialen Herkunft mitbringt, nicht ausgleicht, sondern im Gegenteil sogar noch vertieft. Ganz klare Botschaft. Das Problem ist nun, es ist aktuell etwas schwierig, eine Kampagne zu machen, weil da gibt es das Hamburg-Trauma, sage ich mal, das vielleicht einige kennen. Erst gab es ein gescheitertes Volksbegehren für eine Schule für alle vor Jahren und danach ein erfolgreicher Volksentscheid für den Erhalt des Gymnasiums, den der damalige Senat zugunsten eines anderen Schulsystems quasi aufgehen lassen wollte. Das heißt, in der Gesamtbevölkerung ist es extrem schwierig, aus unterschiedlichen Gründen. Natürlich spielen hier Interessen eine Rolle, das zu knacken und hier eine Mehrheit zu finden. Vielleicht ist das der Grund, warum es im Moment keine großen Kampagnen dafür gibt. Aber es gibt natürlich Kampagnen für mehr Bildungsgleichheit, für eine bessere Bildungsfinanzierung. Wir als GEW haben auch eine Kampagne Bildung weiterdenken, nennen die sich, wo wir für mehr Chancengleichheit arbeiten. Und da kommt dann auch
die Forderung nach einer Schule für alle vor. Aber es ist sozusagen jetzt nicht Gegenstand im Moment einer Ein-Punkt-Initiative. Und da muss man vielleicht auch nochmal weiter auswerten, wie kann man hier auch aus der Defensive wieder rauskommen. Denn es hat sich jetzt zwar ein Trend ergeben hin zur Zweigliedrigkeit des Schulsystems plus in der Regel auch noch Förderschulen. Das heißt, die frühere Haupt- und Realschule ist irgendwie zusammengeführt worden zu einem Bildungsgang, der teilweise auch noch Bildungsgänge, die zum Abitur führen, einschließt. Aber das Gymnasium existiert in allen 16 Ländern daneben immer noch als heilige Kuh, teilweise in Konkurrenz zu anderen Schulen, teilweise ganz exklusiv mit dem Abituranspruch. Und da, egal wie ein Bundesland regiert wird, ob es einen SPD oder CDU oder eine linke oder grüne Ministerpräsidentin hat, kein Land wagt sich da mehr dran und das ist ein Problem. Zweiter Punkt, Lehraufträge, ganz wichtiger Aspekt unseres Templiner Manifests, ich hatte es ja ganz kurz angesprochen, prekäre durch reguläre Beschäftigung ersetzen, zielt darauf ab, dass wir mittlerweile an unseren Hochschulen 100.000 Lehrbeauftragte haben, zum Vergleich 40.000 Professorinnen und Professoren. Und das heißt, in aller Regel steht, wenn ein Student oder eine Studentin in den Hörsaal geht, eben kein Prof da vorne am Katheter, sondern es sind Lehrbeauftragte oder WIMIs. Und diese Lehrbeauftragten werden vielleicht froh, nicht mal einen Zeitvertrag, sie haben nicht mal ein Beschäftigungsverhältnis, sie haben nicht mal einen Honorarvertrag, sie haben einen Vertrag sui generis, das kann man im Verwaltungsrecht lesen, ein einseitiger Verwaltungsakt, der sie verpflichtet zu lehren und im Gegenzug bekommen sie eine nicht ausgehandelte, sondern vorgegebene Vergütung, die bei 20, 25, 30, wenn sie Glück haben, 40 Euro pro Lehrveranstaltungsstunde liegt und man kann sich nur mal ausrechnen, was, wenn man sich mit Lehraufträgen durchschlägt, am Ende übrig bleibt, angesichts dessen, dass davon auch noch die Sozialversicherung bestritten wird, dass man in den Ferien kein Gehalt kriegt und auch im Krankheitsfall keine Lohnfortzahlung, ist das prekäre Beschäftigung im Quadrat. Und dieses ist etabliert worden, nicht so wie der Lehrauftrag mal vor Jahrzehnten erfunden war, mit dem Gedanken, da kommen Praktiker, eine Rechtsanwältin oder ein Betriebswirt, schnuppert mal ein bisschen akademische Luft und kriegt ein kleines Taschengeld dafür und die Studis sind froh, weil sie Praxisbezug erfahren, sondern heute werden ja systematisch Leute eingesetzt und auch Stellen umgewandelt in Lehraufträge. Und da muss ein Riegel vorgeschoben werden, deswegen ist das für uns ganz zentral, für uns Umwandlung von Lehraufträgen in reguläre Beschäftigung, soweit Lehraufträge zur Ergänzung des Lehrangebots aber sinnvoll sind, müssen auch dafür Mindeststandards gelten, insbesondere eine deutlich höhere Vergütung, die auch eine Sozialversicherung bezahlbar macht. Das ist unsere Forderung. Wir haben 2014, ein Jahr vor der Aktionswoche Traumjobwissenschaft, auch eine Aktionswoche von Lehrbeauftragten unterstützt und einen detaillierten Forderungskatalog entwickelt. Da sind wir also ganz gut aufgestellt, aber diese Gruppe, wenn man so will, das Luppenproletariat in der Akademie ist halt auch ein bisschen schwer organisierbar. Ne? Das ist halt das schwächste Glied in der Kette und es gibt eine hohe Fluktuation und wir merken, dass es extrem schwer ist, hier die Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen, a, in eine Gewerkschaft zu gehen, b, dort tätig zu werden. Weil bis sie das gemacht haben, sind sie vielleicht schon wieder raus aus dem System und das ist eigentlich hier die Herausforderung. Der dritte Punkt, beziehungsweise der vierte zum dritten, denn das war einfach ein interessanter Bericht von der Kollegin, ne, da ist ja keine Frage gewesen, danke aber trotzdem für die Information und die Einladung. Der vierte Punkt, Begriffe, Fachkräftemangel, macht man sich zum Komplizen des Neoliberalismus, wenn man diese Begriffe aufgreift. Ich glaube, man muss das reflektieren, immer, welche Begriffe man benutzt und inwieweit man der Logik von neoliberaler Bildungspolitik folgt. Auf der anderen Seite ist mein Ansatz immer, man muss auch mit Widersprüchen, die das System hervorbringt, konstruktiv arbeiten und teilweise den Gegner mit der eigenen Waffe schlagen. Und der Fachkräftemangel ist ein Beispiel dafür. Denn aus wirtschaftlicher Sicht, aus neoliberaler Sicht, ist der Fachkräftemangel ein Problem, weil die ökonomische Entwicklung und damit auch die Profitinteressen gefährdet sind, wenn man nicht genug Fachkräfte hat. Und deswegen ist das ein Problem. Aber auf der anderen Seite ist aus gewerkschaftlicher Sicht, aber auch aus Sicht von Studierenden, Schülerinnen und Schülern, es auch ein Problem, dass nicht entsprechend
des Bedarfs, den es offensichtlich gibt, Ausbildungs- und Bildungskapazitäten bereitgestellt werden. Das ist ja das Problem. Es gibt ganz viele Leute, die zum Beispiel Lehramt studieren wollen, Grundschullehramt in Baden-Württemberg, Numerus Clausus 1,1, kriegen keinen Studienplatz, machen was anderes und heuern später als Quereinsteiger an und unterqualifiziert unterrichten sie Grundschulkinder. Dieses Beispiel zeigt das eigentlich sehr schön, ne, dass hier der Fachkräftemangel eben dann auch zulasten der Kinder an Schulung geht, wenn sie zu wenig Lehrkräfte oder schlecht qualifizierte Leute dann am Ende dastehen haben. Und auf der anderen Seite werden Bildungsbiografien von Menschen, die sich einen Studienwunsch in den Kopf gesetzt haben, ebenfalls gefährdet. Das heißt, hier gibt es eine Überlappung, glaube ich, von Diskursen. Und ob der Begriff Fachkräftemangel glücklich ist, weil er natürlich sehr ökonomisch ist, ob man da einen anderen finden kann, da bin ich sehr offen. Aber grundsätzlich bin ich immer sehr dafür, hier auch diese Widersprüche aufzugreifen, weil es hilft uns in öffentlichen Auseinandersetzungen. Ich hätte ja auch geführt, wir können nicht durch Flächenstreiks die Arbeitgeber oder Bund und Länder zu einer bestimmten Politik zwingen. Das ist nicht so einfach. Aber wenn wir die Diskurshoheit in der Öffentlichkeit gewinnen und auch Bündnispartner haben und wenn dann meinetwegen der BDI auch sagt, die GEW hat recht, weil sie was gegen den Kita-Mangel tun will, weil unsere Beschäftigten können die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht mehr sichergestellt bekommen, weil es keine Kita-Plätze gibt, dann soll mir das recht sein. Wenn das der BDI oder BDA oder wer auch immer macht, dann haben wir hier eine öffentliche Meinung, die uns erstmal hilft, unsere Forderung nach mehr Kita-Plätzen, nach einer besseren Bezahlung von Erzieherinnen und Erziehern durchzusetzen. Da bin ich in der Tat, gehe ich so weit, dass mir das dann wichtiger ist, dann hier auch konkrete Erfolge zu erzielen. Ja, vielen Dank. Hat jemand was auf eine Karte geschrieben und möchte, dass die Frage auch noch beantwortet wird? Dann ist jetzt die Gelegenheit dazu. Ich habe keine Karte, ich wollte so noch zwei Fragen stellen. Nachdem ich aus Österreich komme und den gewerkschaftlichen Organisationsgrad im Hochschulbereich in Deutschland nicht kenne, aber weiß, dass der bei uns in Österreich, um zu sagen, miserabel ist, und Sie haben es ja selbst angedeutet, wie gehen Sie damit um? Weil viele Leute zu einem Protest auf die Straße zu bringen ohne gewerkschaftlichen Organisationsgrad ist schwierig. Und die zweite Frage, die vielleicht ein bisschen komplexer und komplizierter ist, für mich haben Gewerkschaften per se auch einen Bildungsauftrag aus ihrer Historie heraus. Ja? Arbeiterinnenbildung und so weiter. Ich finde, das geht heute ein bisschen verloren. Wie gehen Sie als eine Gewerkschaft, die ja Bildung doppelt besetzen müsste, indem Sie auch Ihre Funktionärinnen und Mitglieder ausbildet als Multiplikatorinnen und für den Arbeitskampf? Was bieten Sie da an und wie gehen Sie damit um? So, ich lese die Frage auf der Karte noch vor. Wenn Sie vom Kampf gegen den Neoliberalismus sprechen, meinen Sie dann A, den Kampf gegen den Neoliberalismus oder B, den Kampf für bessere Bedingungen im Neoliberalismus? Was wäre für Sie der Unterschied zwischen A und B? Wir haben hier noch eine Frage. Ja, ich habe auch noch eine Frage zu dem Bereich freie Schule. Ich sehe immer, in meinem Blickfeld ist es Bildung, ist es Battlefield. Und ich stelle mir die Frage, ob nicht die Alternativen zum Neoliberalismus nicht schon längst privatisiert sind. Wenn ich freie Schulen anschaue, die auch andere Bildungskonzepte haben, ja, Lernen ohne Noten etc., was ich unterstützen kann, aber gleichzeitig findet in diesen Einrichtungen eine sehr große soziale Selektion statt. Und das sind halt diese Widersprüchlichkeiten. In meinem Umfeld kenne ich Eltern, die ihre Kinder auf Privatschulen schicken, weil sie eine andere Bildung für ihre Kinder ermöglichen wollen. Und gleichzeitig sozusagen findet da in diesen freien Schulen eine hohe soziale Selektion statt. Und da würde ich gern eine Antwort haben, was denn da die Position der GEW ist. Also zum Hintergrund, ich selber habe das Glück gehabt, in einer staatlichen Alternativschule unterrichtet zu worden sein. Ich war im Bielefelder Oberstufenkolleg, der Schule von Hartmut von Hentig. Und das war ja eine staatliche Versuchsschule. Und die Frage ist, inwieweit auch, weil Bildung Ländersache ist, inwieweit nicht auch der Versuchsschulgedanke, alternative Schulen zu fördern,
umgesetzt werden kann. Oder ob man diesen Kampf aufgibt und sagt, das interessiert uns nicht mehr. So, ja, ich nehme mal an, keine weiteren Meldungen. Das ist auch gut so an dieser Stelle. wegen der vorangeschrittenen Zeit natürlich. Ansonsten ist das äußerst spannend. Andreas, du hast jetzt vielleicht noch 5 Minuten. Ja, vielen Dank auch für diese Fragen. Ganz spannend, die mich nervös machen, ist natürlich die Frage nach dem Organisationsgrad. Ich will es mal so sagen, wenn man jetzt mal hier jemanden von der IG Metall hätte und dem würde man sagen, wir haben einen Betrieb, da gibt es einen Organisationsgrad von im einstelligen Bereich liegend, vielleicht sogar im unteren einstelligen Bereich, A, und B, diese Leute sind zu 90% befristet und haben sehr kurze Laufzeiten. Geh da mal hin und mach was, dann würde ich sagen, nein, sorry. Das ist chancenlos. Wir kriegen die Leute nicht organisiert und schon gar nicht aktiviert. Das wurde mir auch vor 10 Jahren gesagt, als wir mit dem Templiner Manifest anfingen. Aber wir haben mit der Kampagne gezeigt, es geht, wenn man auf die Klientel zugeht, den ersten Schritt macht und sagt, wir stellen jetzt eure Interessen in den Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir wollen was gegen Zeitverträge tun und euch vertreten. Wir als GEW nehmen das große W, gleich Wissenschaft in unserem Namen ernst. Dann findet man da Widerhall und kann trotz schlechten Organisationsgrads handlungsfähig sein. Nicht über das klassische Mittel Arbeitskämpfe, das wäre schwierig mit einer prekären Belegschaft, aber eben über öffentliche Kampagnen in erster Linie. Und das führt dazu, dass wir im Moment in der GEW im Bereich Hochschule und Forschung einen überdurchschnittlichen Zuwachs haben. Also bekanntlich ist ja die GEW eine der Gewerkschaften im DGB, die regelmäßig wächst. Ja? Und wir 280.000 Marke haben wir geknackt und besonders schnell wächst Hochschule und Forschung. Dennoch sind wir noch der kleinste Bereich in der GEW. Aber es zeigt erstmal, das geht. Man braucht ein bisschen Geduld und einen langen Atem und darf sich da nicht entmutigen lassen. Der zweite Punkt, jetzt kann ich meine Schrift nicht mehr lesen, von der Kollegin aus Österreich war Bildungs... Ach ja, genau, den nehmen wir ernst. Ich hatte ja vorher kurz ausgeführt, wir als GEW verstehen uns als A, Interessenorganisation, B, Bildungsorganisation, also B, bildungspolitische Organisation und C, eine Organisation, die die Professionsinteressen der Mitglieder wahrnimmt. Wir machen Bildungsangebote, wir haben ein Bildungs- und Förderungswerk und unsere Landesverbände haben umfassende Bildungsangebote, mit berufsbezogenen Angeboten. Wir beteiligen uns auch in der Lehrkräftefortbildung, die von den Ländern gefördert wird, aber eben auch politische Bildung spielt eine ganz große Rolle und natürlich auch Fragen, wie wir sie heute diskutieren. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man das macht und wir tun es. Dann vielleicht zur letzten Frage nochmal nach den Privatschulen. Ja, die nehme ich dann als allerletzte, aber die letzte Frage würde ich jetzt noch kurz vorziehen. Privatschulen, also ich weiß, dass viele Leute bei Privatschulen erstmal an kommerzielle Anbieter denken, die gibt es im Ausland, in den USA und bei uns gibt es auch viele kirchliche Träger oder die Waldorfschulen und so weiter, die ganz für viele Eltern interessante Ansätze fahren. Meines Erachtens kann das nicht eine Strategie sein, dass man aus dem staatlichen Schulsystem rausgeht. Ich meine, die Privatschulen gibt es, wir haben dort auch Mitglieder und die vertreten wir. Aber es ist keine Strategie, dieses zu unterstützen, sondern es gibt eine staatliche Verantwortung, einen Erziehungsauftrag des Staates, der ist auch im Grundgesetz verankert und der regelt sogar, dass Privatschulen, die dort zugelassen sind, explizit, das sogenannte Sonderungsverbot zu beachten haben. Das heißt, in einer Privatschule dürfen nicht die Schülerinnen und Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern sortiert werden. Das wird offenkundig im Moment nicht eingehalten. Ich glaube, da muss man auch dran gehen. Der Ansatz kann dann aber nicht sein, dass der Staat die Privatschulen fördert, meines Erachtens. Aber man muss eben überlegen, ob dieses ein Entwicklungsweg ist, der eine Zukunft hat, das Privatschulwesen weiter auszubauen. Ich finde es viel wichtiger, das staatliche Schulwesen zu reformieren, reformpädagogische Ansätze, die es gibt, dort hineinzutragen. Da gibt es auch viele Lehrkräfte, die das genau wollen. Und hier sind eigentlich die Länder gefordert, hier den entsprechenden Spielraum auch zu eröffnen über die Lehrpläne, über die Curricula, auch die Autonomie der Lehrkräfte, die wissenschaftliche Freiheit, die man nur von den Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern kommt, ein Stück weit vielleicht auch im Sinne einer Lehrfreiheit den Lehrkräften an Schulen zu geben. So würde ich eher den Ansatz sehen. Ja, und dann nochmal zu der Kardinals- und Gretchenfrage, wie hältst du es mit dem Neoliberalismus? Also ich glaube,
Also bin ich für bessere Bedingungen im Neoliberalismus oder bin ich dafür, den Neoliberalismus abzuschaffen? Also mein Ansatz ist, die Bedingungen unserer Mitglieder zu verbessern, der Beschäftigten. Das habe ich, glaube ich, an 3 Kampagnen deutlich gemacht, wie das geht. Und auf der anderen Seite wird das natürlich dazu führen, wenn wir erfolgreich sind, dass dieses System dann kein Neoliberalismus mehr sein kann. Ein System, in dem wir Dauerstellen für Daueraufgaben haben, ein System, was auf Dauer keine Stutengebühren hat, ein System, was staatlich organisiert ist, was Mitbestimmung von Lehrkräften, Studierenden, Schülerinnen und Schülern ermöglicht und was auch gleichwertige Tätigkeit gleich bezahlt, egal wie man das nennt. Ist mir egal, das ist ein System, wo sich unsere Mitglieder wohlfühlen, aber ich glaube, ein neoliberales ist es dann nicht mehr. Andreas, vielen Dank für deinen Vortrag und auch vielen Dank für diese anregende Diskussion. Und ja, wir gehen jetzt über und stellen die Workshop-Schiene, die erste, vor. Und danach kommt dann endlich auch die Pause.